So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Train Fever Season 6 zu Folge 112, dürfte das sein? Und ja, in der letzten Folge haben wir unseren ICE hier auf die Strecke geschickt und alter Schwede, was geht denn hier heute ab? Ist ja mega heftig. Genau, wir haben letztes Mal aufgehört, erstens mit dem ICE, zweitens hier mit der Strecke. Ich glaube, ich lasse das mal irgendwie halbwegs normal laufen. Oder wir halten mal kurz an. Dann können wir nämlich das machen, was wir eigentlich tun wollten. Und zwar hatten wir in der letzten Folge versucht, hier einen Tunnel durchzujagen. Das hat nicht ganz geklappt. Eine Brücke wollte auch nicht. Deswegen werden wir da wohl mal ein bisschen anders vorgehen. Und das nochmal ausprobieren, ob es in irgendeiner Form geht. Es ist mir jetzt egal erstmal wie. Hauptsache, man sieht Resultate. Das wäre ja zum Beispiel Steigung zu groß. Ich glaube, so könnte man das machen. Wir machen das jetzt halt nochmal einen anderen Weg. Gucken, ob das halt ginge. Oder ob es da halt auch irgendwelche Probleme gibt, wie sonst eigentlich immer. Von daher, einfach ausprobieren. Schadet ja nichts. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob das hier irgendwas wird. Vorher hatte das doch auch keinen Fehler. WTF. Es muss auch irgendeinen netten Weg geben, hier unten einmal durchzukommen. Oder oben drüber. Kann doch schon nicht so schwer sein, oder? Ah, Menschen als Kinder. Was ist denn daran so schwierig hier? So, okay, das geht nicht, dann lassen wir das so. Und dann bessern wir hier einfach nur noch alles wieder aus und versuchen das irgendwie andersweitig. Diese Folge will ich auch noch versuchen, die ICE-Strecke zu bauen oder anzufangen zu bauen. Denn der eine oder andere hatte ja gesagt gehabt, ey, bau außenrum, Dani, wieso hast du nicht? Und deshalb, ich hatte gesagt gehabt, ich möchte das machen. Aber wir nehmen uns erstmal so ein bisschen Zeit, überhaupt wieder hier ein bisschen Klarschiff zu kriegen. Da wir selber wissen, wie das ist, wenn hier irgendwas nicht funktioniert und das den kompletten Verkehr auffällt. Das ist mega uncool. Und deswegen will ich ja hier noch einen Übergang rüber bauen, weil zwischen der Brücke und der hier unten ist nicht viel. Und hier hoch geht es halt auch nur in eine Richtung. Deswegen werden wir irgendwie wohl oder übel in die Kiste greifen müssen und sagen, nee, das geht nicht, wir bauen. Von daher will ich jetzt verschiedene Varianten ausprobieren, was halt geht und was nicht. Und deswegen werden wir da anschauen, was da halt möglich ist. So. Gut, da ist im Moment das noch im Weg. Gucken, ob wir hier... Alternative hätten. Da wäre oben die Straße. Das wäre. Möglich, nehmen wir doch. Perfekt oben an diese Straße angeschlossen. Jetzt müssen wir nur mal schauen, dass wir hier einmal über die Brücke kommen. Die ist etwas größer. Ich hoffe, dass das so geht, wie ich das mir vorstelle jetzt gerade. Nicht, dass wir da gleich sitzen. Wieso hast du jetzt die Brücke abgerissen? Ich wollte gerade sagen, wieso haben wir da eine Schiene? Idee. Aber das hängt ja mit der Brücke zusammen, die wir da gerade abgerissen haben.
So, hier können wir nicht unten durch. Aber in dem Fall da oben drüber. Das ist gut. Aber wir haben das eine Sache geschafft. Und ja, ich habe das Spiel angehalten, dass die Fahrzeuge nicht auf der Stelle drehen, weil mir wurde gesagt, du musst das Spiel anhalten, damit die Züge sich nicht unbedingt immer auf der Strecke drehen. Oder dann ist das Risiko vermindert, dass genau dieses passiert. Und von daher gehen wir jetzt mal davon aus, dass das alles geht. Soweit erstmal der Plan. Dann können wir diesen Plan hier abreißen. Dann setzen wir den nämlich direkt an die Straße. Dann sind die da auch wieder ein bisschen glücklicher. Dann sind wir da auch eine Straße weiter. Jetzt sieht das irgendwie noch ein bisschen verwirrender aus. Muss ich ernsthaft zugestehen. Am besten finde ich ja immer noch das hier. Dass einfach unten den Zug reinfährt. Nach dem Motto, hey, du kannst ja eh nix. Wisst ihr? Und dann alles da angeschlossen wird. So. Genau, das war Part 1. Dann wollte ich die Straße, die wir eben gerade noch unten durchgelegt haben, hier oben noch anschließen. So, Monatswechsel war auch gerade. Oh, jetzt läuft das Spiel performanter. Mega. So, will ich die hier hochlegen. Und dann möchte ich bitte hier oben dran. Na komm, gehen wir ruhig da dran. Dann bauen wir den Zwischenteil hier auch noch aus. Oh, schon wieder Monatswechsel. Ich sollte, glaube ich, die Geschwindigkeit runterstellen. Genau, so. Dann können nämlich die Autos einmal hier außen rum auch, wenn sie hier runter wollen. Und dann dahin. Ich hoffe, das wird jetzt auch was, dass diese Straße irgendwas bringt. Weil wir wissen, wie das hier oben aussieht. Wir wissen auch leider, dass die Fahrzeuge alle viel zu dumm sind, eine vernünftige Strecke zu fahren. Und das Witzige ist, die fahren einfach hier unten durch und fahren dann hier runter und enden dann doch im Endeffekt hier unten wieder. Das sollten wir gleich auch nochmal irgendwie ändern. Die Frage ist halt nur, in welchen Formen wir das ändern können. Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel nochmal versuchen, das hier umzusetzen. Hey, hallo Straße. Voll unkompliziert da oben angeschlossen. Das ist aber mega entspannt. Muss man in dem Fall wirklich sagen. Das ist mega. Aber wie chillig einfach gerade ausgebaut. Passt ja. Jetzt haben wir hier mindestens auch die Straße hoch, von der aus wir auch wieder weiterbauen können. In Richtung der Stadtausgang, in dem Fall hier rüber. Dann schließen wir hier einfach eine Verbindung nach da drüben noch. Nullsegment? Nullsegment? So, dann machen wir ja und ja. Wir hatten das hier vorne auch schon. Dann machen wir das so. Genau, jetzt haben wir hier überall dasselbe. Jetzt können die Autos bis hier runterfahren, falls sie dahin wollen. Müssen dann nicht mehr diese komplizierte Strecke fahren. Was steht denn da rechts? Ein Drecksverband. Ach, die Autos, die da nicht rumkommen. Mega uncool. Wieso? Nein, nein. Hey. Zum Henker. Ich rüste das jetzt extra um, damit die LKWs mindestens eine Spur haben, wo sie rüberfahren können. Ja, das ist unbeabsichtigt alles, dass die da irgendwie so komisch hängen. Und ich habe schon wieder voll auf schnell gestellt. Mittlere Stufe reicht aus. Glaube ich jedenfalls. Also ich glaube es wirklich, dass das ausreichen sollte. So. Genau. Jetzt hoffen wir mal darauf, dass hier weniger Fahrzeuge lang fahren. Beziehungsweise, dass wir hier irgendwie mehr Fahrzeuge durchschleusen können. Zum Beispiel, indem wir diese Straße da wegreißen. Und die Fahrzeuge dort sich bitte vermehrt darauf konzentrieren, auf so wenig Kreuzungen wie möglich zu fahren.
Das wäre nämlich schon mal mega. Und dann machen wir es einfach, weil wir es können jetzt. Auch hier dick die Straße. Haben wir hier nämlich auch das eine Problem weniger. Dass die Fahrzeuge hier oben stehen bleiben. Die Frage ist nur, wo lang jetzt? Wir können jetzt hier außen rum nochmal gehen, um halt den Fahrzeugen wirklich so ein bisschen Last abzunehmen von der Hauptstrecke. Sagen dann da auch, gehen dann hier rum und sind dann im Endeffekt oben an unserem Bahnhof oder einem unserer Bahnhöfe. Und wir sehen hier einen Tunnel. Und dieser Tunnel wird... Wohin führt denn der eigentlich? Achso, das war der, der da nach oben ging, ne? Wir haben hier eigentlich voll das Kreuz an Straßen. Seht ihr das? Das könnte eigentlich gar nicht gehen vom normalen Sinn, aber das ist ja jetzt hier mal in Frage gestellt. Hapert es denn hier schon wieder Z9? Okay, der ist gerade angekommen. An der Hochbahn stehen drei und der Rest ist relativ gut aufgeteilt. Aber jetzt mal zurück zu unserer eigentlichen Aufgabe, unserer ICE-Trasse, die wir bauen wollten. Stopp, erstmal finanztechnisch. Wie viel? What the fuck? Wo ist denn unser ganzes Geld hin? Wie viel Geld wir einfach nur gemacht haben? Hallo? Wo ist denn das ganze Geld? Wir haben doch hier nur 2,6 Millionen ausgegeben. Normal müssten wir doch noch dicke Asche machen. What? Wie unfair? Also schön mit minus 8 Mille anfangen, jawohl. Okay, hier werden wir, glaube ich, nie wieder dieses Verkehrschaos los. Deswegen habe ich in City Skylines da schon einen Raster entwickelt gehabt, wo man wirklich großspurig fährt. Das heißt, wir haben da einfach jede zweite Straße eine dicke Straße, beziehungsweise als Querverbindung immer eine dicke Straße. Das ist mega entspannt einfach in dem Fall. So, der fährt voll. ETF, Alter. Okay, da wollte ich jetzt aber trotzdem nicht mehr gucken. Ich wollte hier eine Schnellzuglinie bauen. Diese Schnellzuglinie umfasst auch eine Ausfahrt aus dem Bahnhof hier, die wir erneuern werden. Weil hier sind wir noch halbwegs viergleisig, hier werden wir aber zweigleisig und hier sind wir zweigleisig. Und das will ich ungerne. Obwohl, hier könnten wir eigentlich noch zweigleisig fahren. Ich überlege gerade, ob wir diese Schnellzugstrecke hier einfach irgendwo langlegen. Zum Beispiel fahren wir einfach auf der TE-Strecke. Mögliche Idee. Hier lang. Nehmen dann hier einen Abzweig oder sowas. Fahren dann... Keine Ahnung, wie das wir hier wieder reinkommen, weil ich möchte ungern diese Einfahrt benutzen. Weil es doch etwas pornöser aussehen soll. Deswegen wäre es mir da lieber, wenn wir da irgendwas Großes nehmen. Als einfach hier hinten kann der Zug dann natürlich wieder rumschleichen. Naja, eigentlich nicht. Wir müssten eigentlich den auch noch ausbauen. Idee. Umsetzung. Negativ. Eigentlich könnte der auch hier lang fahren. Das wäre auch mega cool. So. Fährt einfach hier lang. Der kann gar nicht hier lang mehr. Fällt mir gerade auf. Aber das war alles mal einspurig gebaut. Und hier kann er rein. Nee, hier fehlt Abzweig. Irgendwas haben wir damals übersehen beim Umbau. Ich glaube, das war die Weiche, die da eingebaut war. Ah? Ich glaube es aber nur, ne? Also, ne? Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber ja. Was war das denn hier für eine Strecke? Achso, das war die. Ich überlege gerade nämlich echt, wo wir den ICE langfahren lassen.
beziehungsweise welche Route der bekommen soll. Und Gott sei Dank haben wir hier nichts auf dem Gleis. Dann würde ich einfach sagen, kappen wir hier das und führen das hier rum. Dass wir dann hier oben irgendwo rauskommen. Auf dem neuen Gleis. Beziehungsweise, dass wir dann hier durchjagen bis da oben hin. Oder irgendwo, wo es halt einen großen Bahnhof gibt oder gäbe. Eigentlich wäre ja diese Strecke hier völlig optimal. Das Problem ist nur, diese Strecke ist nicht dafür ausgebaut. Und das ist nämlich unser größtes Problem. Dass diese Strecke nicht ausgebaut ist für genau solche Fälle. Das heißt, wir dürfen uns jetzt für diese Folge noch überlegen, wo wir lang wollen wirklich. Wir könnten sagen, ey, fahr doch hier unten durch, kommst hier unten raus. Das wäre unklug. Wir könnten hier oben die Strecke nehmen, das wäre schon mal eine coole Idee. Dann könnten wir nämlich hier oben einfach irgendeins der Hauptgleise benutzen, die so halbwegs nicht zueinander gehören. Wie uns auffällt. Ah, auch so ein Ding. Also hier oben so, ich... Dann hier, zack, rüber und dann fahren wir hier rüber. Ne? Das wäre was. Oder wir nehmen uns die Güterstrecke. Aber die Güterstrecke ist auch uncool. Ah ne, wir fahren dann ja auf der Güterstrecke, ne? Das ist alles gerade total negativ, was ich hier mir ausdenke. Total negativ und unklug. Das ist mega blöd. Vor allem Bad König hat ja eigentlich hier schon alles dicht. Das heißt, uns bliebe nur die Möglichkeit, hier noch das doppelte Gleis, also eins der Doppelgleise abzuzweigen. Und da wäre dann auch die Frage, wohin? Ah, das ist ein bisschen komplizierter gerade, als mein Gehirn will. Müssten wir eigentlich hier diese Strecke aussplitten, dass wir zum Beispiel diese Gleise hier nehmen und diese Gleise und die einzeln weiterlaufen lassen. Das Ding ist, wir haben diese hier kompakt weiterlaufen. Und das nächste Problem ist, wir haben die Züge, glaube ich, hier auf die Linie festgeschrieben, also welches Gleis die nehmen sollen. Kompliziert alles. Oh, mein Kopf. Ah. Uncool. Okay, probieren wir mal kurz aus. Wie viele Gleise können wir hier legen, bevor wir einen Error kriegen? Auf 4 Gleise. Okay. Nehmen wir das doch schon mal so hin. Das heißt, wir hatten schon mal die Möglichkeit, wenn wir dieses Gleisstück da ausbauen, dass wir da schon mal ein Stück mitlaufen könnten mit dem Strom. Das ist zum einen Teil cool. Zum anderen gefällt mir das, weil wir könnten dann, wenn wir uns gut anstellen, hier oben einfach eine Weiche einbauen. Dann würden wir auch da drinnen verschwinden, ne? Jetzt beginnt dieses ganze Knobeln wieder. Was man auch machen könnte, das wäre uncool, 2 Gleise hier Abstand haben. Wenn dieser Pfeiler dazwischen passt. Wartet mal, wir probieren mal was. Nein. Bräuchten wir doch mehr als 2 Gleise. Glaube ich jedenfalls. Dann könnte man nämlich da unten auch durch. Da gerade meine Überlegung ist, diesen Zug hier mit runter durchführen zu lassen. Da scheitert es aber gerade. Das ist ja mein Kopfzerbrechen, was ich da gerade habe. Obwohl, was man ja machen könnte. Wie ist denn die Strecke hier ausgebaut? Hier oben fahren wir zusammen. Das heißt, wenn wir hier... Das ist auch uncool. Hier müssten wir eigentlich... So hier rüber.
dann hier hinten so eine Schleife rüber, damit wir so ein bisschen Geschwindigkeit hier aufbauen. Und dann müssten wir eigentlich hier den zweiten Gleis folgen und hier oben raus. Aber hier oben ist auch blöd. Das ist, glaube ich, ein kleiner Bahnhof gewesen, ne? Wartet mal, 320. Drehen. Jawohl. Da würde also kein ICE reinpassen. Die Frage ist, wollen wir den von hier unten in direkten Wege hier hochfahren lassen? Das heißt, wir würden uns jeglichen Umweg sparen, bauen dann einfach diesen Bahnhof aus und fahren von hier aus per Extragleis. Keine Ahnung, hier irgendwo lang durch? Keine Ahnung. Man könnte das auch als Endbahnhof nehmen. Das heißt, der Zug würde hier dann irgendwie runterkommen. Hier lang, da lang, da lang, hier unten rein. Und dann müssten wir von Bad König aus nochmal eine Highspeed-Trasse, zum Beispiel hier auf der anderen Seite des Ufers, langziehen, welche dann irgendwie bis hier hinten oder so geht. Dann könnten wir hier auch nochmal den Bahnhof ausbauen. Auf den größeren müssten wir nur irgendwie... Ich überlege gerade, ob man das wirklich als Rundkurs macht oder ob der Zug einfach wieder im Bahnhof wendet. Und dann hätten wir so zwei zentrale Punkte angeschlossen. Und das wären die Außenbezirke mit Bad König. Das ist in dem Fall dann schon mal extrem cool. Ich glaube, diesen Plan nehmen wir uns mal an. Wir werden jetzt auch noch ein bisschen in dieser Folge hier was versuchen. Was mir gerade auffällt, wir haben einen Fehler. Es kann eng werden, dass wir hier nicht durchpassen. Uncool. Uncool Featuring, uncool. Mega blöd. So, ich will jetzt hier kein einziges Streckenstück mehr haben. Deswegen reißen wir hier gerade so einzeln alles ab. Mich wundert es nur, dass das so lange dauert. Aber das ist, glaube ich, sogar noch normal. Von der Geschwindigkeit, mit der wir hier abreißen. Aber lassen wir das... Nein! Ich habe den Tunnel deleted. So ein Dreck. Welches Gleis hatten wir da? Außen? Außen. Ich will inne. Als erstes auf jeden Fall immer innen, weil dann sind wir uns sicher, dass es geht. Und ja, ich nehme eine andere Tunneleinfahrt. Weil Tunneleinfahrt neu sieht genauso gut aus. Und nein, hier geht's schon wieder nicht. Weil... Doch, jetzt geht's. Hä? Mega uncool. So, 484 Dollar, 315, was man hier ausgibt für Preise, ne? So, dann reißen wir diese Weiche da auch noch ab. Die auch noch. Dann sind wir hier auch wieder an den Weichenkomplex reicher, muss man ja zu dem Punkt sagen. So. Die hier unten lassen wir, weil da wird nämlich drauf gefahren. Das heißt, wir fahren hier in dem Vierer-Konvoi nach Bad König rein. Wenn wir das hinkriegen, dass hier keine Kollision herrscht. Die Kollision herrscht, weil die Weiche nicht will. Gut. Merken wir uns, Weiche will nicht. Wenn Weiche nicht will, wir können nicht ausbauen. Weil... Den Streckenabschnitt war. Das ist aber, glaube ich, nicht der Grund, wieso das nicht ging. Train. Tunnel. I. Okay. Machen wir das so gerade. Bauen wir einfach ein Stück geradeaus. Okay. Ist das gerade?
halt auf jeden Fall. Hä? Immer noch? Ich glaube, wir müssen den Tunnel nochmal abreißen und dumm später setzen. Ist ja unglaublich. Dann müssen wir hier erstmal das ganze Stück gleich auffüllen. Wieder mit unserer schönen Erde. Damit es hier auch ein bisschen nach was aussieht wieder. Dann können wir das auch gleich mal alles ein bisschen angleichen, so an die Bodenhöhe, weil hier haben wir ja ein bisschen was zerklüftet in der Zeit, wo wir mal hier tätig waren. Von daher ist das hier auch mal so ein kleiner Austausch dafür, dass wir alles kaputt gemacht haben. So. Tunnel. Tunnel, 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 Tunnel da. Tunnel muss ich bis hier vorne. Nehmen wir wieder den neuen. Ausgleich. Jetzt sehen wir hier schon, wir rutschen immer weiter nach hinten mit dem Tunnel auf der Seite. Aber das ist ja uninteressant. Das juckt ja keinen. So. Genau, jetzt haben wir hier auch unseren Bogen drin. Das heißt, mit 103 können wir hier reinfahren. Das ist jetzt nicht so hyperschnell. Aber es reicht noch aus, auf jeden Fall, um hier eine gute Einfahrt zu haben, zu generieren. Und dann machen wir das jetzt einfach noch, dass wir die anderen Gleise jetzt hier alle miteinander wieder verbinden. Dann haben wir wenigstens Part 1 geschafft, und zwar eine Bahnhofseinfahrt. Das heißt, wir müssen in der nächsten, also in den nächsten paar Folgen, die anderen Segmente bauen. Das bezieht sich jetzt dann auf den neuen Bahnhof oben, also den Endbahnhof. Wir müssen den neuen Zielbahnhof, eigentlich Anfangsbahnhof in dem Sinne dann, bauen. Wir müssen hier jetzt, ja, die ganzen Verbindungen wieder herstellen zu den einzelnen Streckenabschnitten. Das heißt, wir bauen jetzt als erstes nochmal hier was ordentliches rein. Da ist Ende. So, 124 ist ganz okay. Nehmen wir das mal so. Dann sehen wir auf jeden Fall einen Zug auf der anderen Seite. Wenn ich das jetzt so mache, sehen wir beide Züge auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt hier wieder ankomme, bin ich wieder der Doofe. Weil Signal. Was bedeutet Signal für Strecke? Strecke meint, nee, danke. Total blöd, denn du musst auf zwei Seiten ausweichen. Das heißt, eine hin, eine zurück. So, wenn ich jetzt hier gucke, sehen wir unsere ICE und unsere ICE-Strecke. Ich will diese Ansicht haben, wo ich nur diese Strecke sehe. Eisenbahn. So, okay. Nee, uncool. Das ist ja schon mehr unser. So sollte das aussehen. So, weil der ICE, den können wir ja nochmal umfärben. Den sehe ich eigentlich gar nicht. Uncool. Wo ist der denn? So eine Pekefarbe. Hier nicht irgendwas Auffälliges, das man nie benutzt oder noch nie gesehen hat. Aber das ist hier okay. Wo fährt denn der lang? Ich sehe den hier gar nicht auf der Strecke. Ich bin aber auch nicht blind, oder? Ich hoffe jedenfalls nicht. Als doch machen wir das jetzt hier mal so, dass wir hier einfach mal eine Weiche einbauen. Weil dann hat der Zug alle Wege. Und wir sehen, da ist er. Cool. Das heißt, es lag nur daran, dass er da keinen Wechsel hatte. Dass er da nicht aufgetaucht ist. Interessant. So, jetzt versuche ich hier nochmal auf beiden Seiten eine Kreuzungsweiche reinzubauen, einen Hosenträger. Es geht nicht. WTF.
Es wäre einfach nur gemein gewesen, wenn es jetzt wirklich geklappt hätte. Und dann hätte ich gesagt, hey Alter, ist das easy. Was will ja nicht. Also abreißen, neu bauen. Und hoffen, dass es hier in der Kurve so halbwegs was wird. Obwohl, probieren wir das erstmal andersrum. Dann sind wir da nämlich auch ein Part weiter. So, wo kam der Anfang? Da. Ja, yeah. Mega uncool. Machen wir halt zwei einzelne Weichen. Was ja immer noch okay von der Geschwindigkeit so. Genau. Und jetzt machen wir die Kollision. Was hatten wir denn da? Achso, ja, wir müssen ja auch auf der anderen Seite die Weiche mitrechnen, dass die da ist. Da muss man erstmal wieder drauf kommen. So. Der kann doch hier eigentlich jetzt auf alle Gleise, ne? Wir tauschen die noch mal kurz und dann machen wir auch da erstmal Pause für diese Folge. Sind dann da fertig, da machen wir jetzt nur eine, die von links nach rechts geht, also von Sichtfeld links nach rechts. Ja, dann haben wir da nämlich auch eine Sache gewonnen, und zwar, dass die Züge nicht frühzeitig auf das andere Gleis überfahren. In dem Sinne ist das einfach gut, weil wir so die Züge so weit wie möglich von den Strecken einzeln getrennt halten können, ohne dass sie da irgendwie zu dicht aufeinander fahren oder irgendwelche Probleme verursachen. Und das ist ja auch einer der, ja, der Sachen, die wir unbedingt wollten, dass die Züge sich halt nicht zu sehr aufrücken und dann irgendjemand meint, nö, das geht nicht. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt der Sinn hier zu verhindern. Und was wir dann auch machen werden, ist diesen ICE halt über dieses extra Gleis, was wir gerade bauen, hier rumzulegen und dann hier halt wirklich hier hoch und dann hier irgendwie so zack hier lang. Kann man meinetwegen hier unten durchpreschen. Dann an der anderen Linie hier lang so ein bisschen und dann kommen wir da auch irgendwie raus. Das Ding ist halt, wir müssen den Bahnhof auf 320 Meter ausbauen, weil wir sehen, Bahnhof zu kurz für Zug X. Und wir müssen einen neuen Bahnhof, also ein neues Bahnhofsvorfeld auch errichten. Das ist so die Aufgabe für nächste Folge. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es so halbwegs gefallen, was ich gemacht habe. Ich hoffe natürlich. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet um 14 Uhr zu einer neuen Folge Trayfuhr. Und ihr müsst mir nochmal sagen, ob euch das gefällt mit der Uhrzeit, wie das im Moment liegt. Aber das werde ich nochmal in der nächsten Folge ansprechen. Und da werden wir dann mal weitersehen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Die Verbindung steht wieder. Dankeschön, Spiel. Wunderbar. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.